Ein herzerfrischendes Gur, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Wendy für Gaming Secrets und es geht weiter mit Let's Play Risen 2 Dark Waters. Wir haben in der letzten Folge das Schiff startklar gemacht und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt das Schiff kapern können. Das wird eine schöne Überraschung. Bevor die merken, was los ist, sind wir weg. So, dann auf geht's. Ich habe alles erledigt. Gut, entern wir das Schiff. Bist du bereit? Ich bin bereit. Na dann los! Wir folgen dir! Befreie das Schiff. Okay, ich hätte jetzt gedacht, es kommt eine Cutscene. Was soll das denn werden? Wir entern das Schiff. Machst du Witze? Sehe ich so aus, als würde ich Witze machen? Männer, verteidigt das Schiff! Ich mach's kalt! Oh! Boah, die schießen ja auf mich! Genau, Charlie, heil mich mal. Ey. Ey, du Homo. Chani, heil mich. Aua. Kommt schon. Dieses Schiff muss befreit werden. Ey, die haben Patty abgeknallt. Ihr Säcke. Daneben. Klar. Hörst du auf da? Jawohl, und weg. Komm schon, Patty, steh auf. Der Boden ist schwach. Was? Ach so, du meinst das Schwanken des Schiffes. Tja, so ist das bei der Seefahrt. Die Boote der Shaganumbi sind auch schwankend, aber viel kleiner. Da hatte ich nie so ein Gefühl der Ohnmacht. Ich konnte jederzeit wieder herausspringen, wenn es zu schlimm wurde. Mir ging es am Anfang genauso. Ja? Natürlich. Oder glaubst du, ich bin auf einem Schiff geboren worden? Oh no. Aber es ist nur... Was? Das hier gehört nicht zu meinem Volk. Du wirst dich schon bald daran gewöhnt haben. Chi. Los, machen wir, dass wir hier wegkommen. Welchen Kurs sollen wir setzen? Mit dir. Was denkst du? Wir müssen auf jeden Fall herausfinden, wo mein Vater das Amulett versteckt hat. Vielleicht kann die alte Schnapsnase Boos uns da weiterhelfen. Die beiden haben sich immer ganz gut verstanden. Wir könnten also auch nach Takarigua fahren. Aber ich setze jeden Kurs, den du willst. Gut, dann fahren wir erstmal nach Takarigua zurück. Wir verließen die Schwertküste mit einem flimmernden Bildschirm und sabotierten Kanonen. Sehr nice eigentlich gemacht. Häufiges Speichern ist sinnvoll. Also den Tipp sehe ich gerade zum ersten Mal. Schön, dass auch daran gedacht wurde, dass man darauf hingewiesen wird, ja. Aber gut. Wir wollten ja auch noch die Zuckerlieferung abgeben. Finde ich auch cool, dass man hier direkt beim Piratennest anlegt. Das mit den Flackern finde ich nicht so geil. Aber gut, hier sind wir wieder. Da ist noch eine Sache. An Bord wird gemunkelt, dass der Pirat Harlock in den südlichen Gewässern aufgetaucht sein soll. Harlock? Den Namen kenne ich. Er war Koch in der Vulkanfestung. Ach, früher war er mal Smoothie auf dem Schiff meines Vaters. Warum hast du nie erwähnt, dass Harlock auf Faranga war? Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass er dich interessiert. Und ob? Er hat das Tagebuch meines Vaters gestohlen. Tagebuch? Wovon redest du da? Dem Schatz meines Vaters. In dem Tagebuch hat er alles darüber aufgeschrieben. Ich habe noch eine Seite davon hier in meiner Tasche. Was steht denn da auf deiner Seite? Ich glaube, es ist ein Rätsel. Vermutlich ein Hinweis auf eine tödliche Falle. Hier, nimm sie.
Jetzt darfst du mal die Rätsel lösen. Ein neues Rätsel also. Ich hatte es schon vermisst. Ja, ich irgendwie auch. Na dann lass mal sehen. Wenn diese Seite fehlt, kann Harlock ja noch nicht weit gekommen sein. Und wie ich meinen Vater kenne, gibt es bestimmt noch mehr Hinweise. Ah, ich hab's. Ich habe meinem Vater doch einen Schlüssel abgenommen. Ach ja? Ja, und ich weiß jetzt, was wir damit machen. Wir durchsuchen auf Takarigua seine Seemannskiste. Na, das fällt dir ja früh ein. Wenn du eine bessere Idee hast, bist du herzlich eingeladen. Hier hast du den Schlüssel. Übrigens, auf dem Schiff geht das Gerücht um, ein Druide sei auf Antigua gesehen worden. Okay. Der einzige Druide, den ich kenne, ist Eldrick. Er lebte früher als Eremit auf der Insel Faranga und hatte mit der ganzen Zivilisation nicht viel zu tun. Er ist ein Forscher und studierte damals das plötzliche Auftauchen dieser unterirdischen Tempelruinen. Ja, richtig. Er half dir beim Kampf gegen den Feuertitan. Das ist aber schon sehr lange her. Was zum Henker macht ihr auf Antigua? Druiden sind Vorboten des Bösen. Jedes Mal, wenn einer von den Kerlen irgendwo auftaucht, gibt's Ärger. Eben. Es muss etwas Bedeutendes sein, was ihn dazu veranlasst, sich zu zeigen. Wir sollten uns besser mal ansehen, was er auf Antigua trägt. Wie du meinst. Gut, das werden wir allerdings etwas später machen. Wie können wir das Titan-Artefakt deines Vaters finden? Mein Vater hat sich schon immer gerne eingenehmigt. Vielleicht hat der Buß etwas von dem Artefakt erzählt. Der Kerl ist eigentlich ganz in Ordnung. Informationen sind neben dem Ruhm sein Kapital. Meinst du, er erzählt mir einfach so von dem Artefakt? Jetzt, wo mein Vater tot ist, will er bestimmt nicht, dass das Artefakt in falsche Hände gerät. Na, dann hoffen wir mal, dass er was weiß. Wo könnte der Druide auf Antigua sein? Wenn jemand weiß, was in einer Stadt geschieht, dann der Wirt einer Taverne. Die Idee ist gut. Alles klar, dann sehen wir uns erstmal die Tagebuchseite an. Tagebuchseite 2. Der Schlund der Erde ist tödlich. Nur wer den rechten Weg geht, wird bestehen. Okay. Der Schlund der Erde, eine Schlucht oder so? Oder ein Loch oder keine Ahnung. Oder irgendein Abgrund vielleicht. Curtis, obwohl... Was haben wir denn jetzt an Ruhm? Alter, 12.000! Ja, was... Wir können einige steigern. Ich glaube, ich steigere... Einmal Klingen. Einmal Härte. Und vielleicht einmal Feuerwaffen. Zweimal Feuerwaffen. Gut. Ich habe einen der Jungs zum Tor geschickt. Und die anderen schleppen wieder Wasser. Gut gemacht. Zeig mir, wie man kämpft. Was darf sein? Wie geht eine Konterattacke? Ich will schwere Konterattacken ausführen können. Wäre ein guter Säbelkämpfer werden. Wie geht die Konterattacke? Benutze den Schwung deiner Konterparade, um deine Klinge Richtung Gegner abprallen zu lassen. Du musst die Klinge nur lenken. Die Wucht kommt aus der Parade. Du wirst deinen Gegner damit vermutlich nicht töten. Aber manchmal ist jeder Treffer entscheidend. Alles klar. Sehr gut. Gegenangriff. Gelernt. Gut, hier war doch auch noch ein Bixenmacher. Vielleicht kann der uns ja helfen, dass wir genauer mit diesen Pistolen umgehen können. Barney. Erzähl mir mehr über Pistolen. Du kannst auch Waffen selber bauen. Natürlich musst du geschickt sein. Das ist Handwerk. Dann bring's mir bei. Nein, wirklich. Ist kein großes Geheimnis, aber ein teures. Kannst du mich mit der Pistole unterrichten? Klar. Zeig mir, wie ich eine Pistole baue. Zeig mir, wie ich kritische Treffer zielen kann. Während eines Gesprächs, ich will mit der Pistole schneller schießen, das klingt auch nice. Unterrichte mich mit der Pistole. Unterrichte mich mit der Pistole. Du brauchst gute Nerven. Du darfst nicht einfach nur draufhalten. Bleib ruhig. Warte bis zum letzten Augenblick, bevor du abdrückst. Die Pistole hat keine große Reichweite. Deswegen hast du meistens nur einen Schuss. Der muss sitzen. Gut,
Dann guck mal erstmal, wie viel Gold wir dabei haben. Moment. 2500, ja, das ist auf jeden Fall nicht viel. Aber wir können ja ein bisschen was verkaufen. Hast du Munition? Verkaufen. Piratensäbel zum Beispiel. Säbel. Machete, Krapermesser, Entermesser, Korsarenschwert, Speere, 8 Stück, ein Krummdolch. Den Piratenhut verkaufen wir jetzt mal. Ohrring des Kriegers. Matrosenfest, Schmuck des Kriegers. Ring des Inquisitors. Eisenring. Gut, die beiden behalten wir jetzt mal. Sonst Plunder. Schädel, Saphir, Smaragd, Jade, Stein, behalten wir mal. Goldbrocken. Ja, wir haben ja hier wieder so viel aufgesammelt. Wir müssen dann auch mal hier wieder die ganzen Muscheln öffnen. Kannst du mich mit der Pistole unterrichten? Klar! So, was wollte ich denn noch lernen? Kritische Treffer wären ganz gut. Vielleicht mit der Pistole schneller schießen oder nicht? Nee. Zeig mir, wie ich kritische Treffer erzielen kann. Nein, kritisch wird's erst, wenn du daneben schießt. Deswegen solltest du immer sehr lange zielen. Und schieß immer auf den Kopf. Solche Treffer machen mehr Schaden. War es das, was du wissen wolltest? Ja, ganz genau, das wollte ich wissen. Komisch, auf einmal spricht unser Charakter lauter. Naja, gut. Du hattest doch noch einen Affen. Den wollte ich mir auch noch ganz gern holen. Das hat sich gelohnt. Zeig mir ein paar von deinen Tricks. Welchen? Wie ich ein kleines Äffchen zähme. Gerissenheit 6. Gerissenheit 6, haben wir das überhaupt? Nee, 5. Wir können gar kein Äffchen aneignen. Also uns kein Äffchen aneignen. Das ist natürlich blöd. Naja, gut. Oh, hier liegt noch was, oder? Ein Hut. Jeden Augenblick. Alistair. Das hat sich gelohnt. Ich bringe neuen Zucker. Musst du ausgerechnet jetzt damit ankommen? Naja, immerhin. Der Zucker ist wichtig für uns. Jetzt können wir wieder brennen. Und noch was. Du hast uns zwar den Zucker gebracht, aber das heißt nicht, dass du machen kannst, was du willst. Du darfst hier oben sein. Aber geh nicht ins Zimmer von Buß. Erwische ich dich da drin, gibt's einen Satz heiße Ohren. Alles klar. Jeden Augenblick. Bald muss ich... Gut, dann wollen wir mal noch mit Buß reden. Holly, Lago, haben wir ja befreit. Buß. Trinken wir. Auf den Mann, der uns den Zucker gebracht hat. Und hier ist das versprochene Gold. Hey, Junge. Jawohl. Die Leute quatschen, dass Captain Stahlbart von dem Kraken erwischt wurde. Das stimmt. Mara hat ihn getötet. Bei Neptunsbart. Das ist wahrlich eine schlechte Nachricht. Ich hätte nicht gedacht, dass es den alten Haudegen jetzt schon trifft. Dabei hatte ich meine Hoffnung darauf gesetzt, dass er den Fluch wieder bricht. Hat Stahlbart dir vielleicht gesagt, wo er sein Artefakt versteckt hat? Artefakt? Nein, noch nie gehört. Komm schon, du weißt doch was. Raus damit. Ich kann nicht. Ich habe ihm schließlich mein Wort gegeben. Wenn du es mir nicht sagst, kann niemand Mara aufhalten. Na schön. Ich weiß nicht genau, wo es ist, aber er hat mal darüber gesprochen. Und? Ja, das ist schon eine amüsante Geschichte. Eines Tages kam er abends hier herein und ließ sich wie so oft feiern. Er behauptete, dass er das beste Versteck gefunden habe, das es zwischen Lufttempel und Meeresgrund geben könne. In Garcias Schatz. Was? Ja, ich hab noch gesagt, du bist doch bekloppt. Der gierige Lump merkt das doch. Aber Stahlbart meinte, wenn es einen Ort gäbe, an dem Garcia nicht sucht, ist es sein eigener Schatz. Ist ja toll. Und wie finde ich den? Keine Ahnung.
Aber hier wurde gemunkelt, Garcia sei zuletzt in Caldera gesehen worden. Okay. Gut, wir kriegen jetzt ganz schön Quests aufgehäuft. So, was machen wir denn eigentlich als erstes für ein Quest? Guckt mal erstmal nochmal ins Logbuch. Stahlbarts Artefakt. Stahlbarts Geist. Der Gierige auf den Spuren Garcias. Caldera, die Sturminsel, ein alter Freund. Stahlbart Schatz. Legendäre Gegenstände, ja, das... Das wird schwierig. Gut, hier waren wir mit den Quests eigentlich soweit durch, ne? Gucken wir mal, was Chani meint. Okay, sie meint also nichts. Und Hawkins, wo bist du? Hier fleißig am Kochen. Ich koch uns was Leckeres. Ja, es sieht auch ganz gut aus bis jetzt. Sieht aus wie ein feines Süppchen. Gut, Patty, dann... Wo können wir denn als nächstes hinsegeln? Moment, Seekarte. Wo war denn das? Nee, hier war es nicht. Wonach genau soll ich auf Takarigua suchen? Durchsuche einfach seine Truhe nach einem weiteren Hinweis. Ich bin mir sicher, dass wir etwas finden werden. Na, hoffentlich. Wo finde ich die Truhe deines Vaters? Folge der Treppe links in das große Haus am Hafenkai. Die Truhe steht in dem zweiten Raum hinter der linken Tür. Sein Name müsste draufstehen. Daher wirst du sie schon finden. Gut, dann machen wir das noch schnell. Im zweiten Raum hinter der linken Tür. Also die Treppen hoch, das müsste ja hier sein. Zweiten Raum hinter der linken Tür. War das hier? Stahlbarts Truhe, tatsächlich. Hier. Tagebuchseite 4 und 500 Gold. Nice. Wollen wir die gleich mal lesen? Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar. Die anderen sind tödlich. Vermerk. Ich habe nur diese Seite behalten. Seite 1 habe ich Nesir gegeben. Seite 2 habe ich auf Faranga versteckt. Seite 3 ist in der ersten Tempelruine. Okay. Das heißt, man muss jetzt auch ähnlich wie im ersten Teil von Risen mehrere Gräber anscheinend plündern und eins davon ist richtig und die anderen werden uns das Leben kosten. Sowas gab es im ersten Teil von Risen auch schon. Kann ich mich noch gut dran erinnern, bei der Quest hing ich so lange. Ich habe eine weitere Tagebuchseite gefunden. Sehr gut. Was steht drin? Sag du es mir. Zeig mal her. Es scheint die vierte von vier Tagebuchseiten zu sein. Das heißt, uns fehlen noch zwei. Ja, und mein Vater hat hier Hinweise notiert, wo sie zu finden sind. Nesir, der alte Säufer, hat eine gekriegt. So. Und hier, bei der Tempelruine. Verstehe. Alles klar. Hier. Was willst du wissen? Wer ist dieser Nesir, den dein Vater erwähnt? Er hat früher oft mit meinem Vater gesoffen, wenn er auf Antigua war. Ich habe aber lange nichts mehr von ihm gehört. Am besten, du fragst mal in Antiguas Hafenkneipe nach. Alles klar. Was meint dein Vater, wenn er von der ersten Tempelruine spricht? Ich glaube, er spricht von der Tempelruine der Eingeborenen, die in der Nähe seines Grabes ist. Ich habe mich mit ihm auf der Schwertküste darüber unterhalten. Er hat mir erzählt, dass er im Laufe seiner Kaperfahrten schon mal da gewesen ist. Hier, ich zeichne dir mal auf, wo es ist. Gut, dann werden wir das doch dann gleich machen. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Und zwar... zur Schwertküste. Gut, das überspringen wir jetzt mal, das kennen wir ja schon. Dann werde ich aber auf der Schwertküste wahrscheinlich nochmal... Cut machen. Warum die Schwertküste entdeckt? Wir waren doch hier schon. Zum Strand rudern. So. Ich frag mich, warum jetzt hier
eine neue Riesenkrabbe gespawnt ist. Hier sind ja überall neue Viecher gespawnt. Warum das denn? Kann mir das mal einer erklären? Hier ist jetzt ein Feuervogel. Ist da drüben auch noch was? Gucken wir gleich mal nach. Gut, die Kiste ist nach wie vor leer. Ja gut, dann mache ich jetzt an der Stelle einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.